Moin meine lieben Jungs, kommt zurück zu dem wunderschönen Spiel Days Gone. Das ist jetzt der Part 30. So, der Punkt ist, das hat leider nicht übernommen. Das heißt, die Cutscene können wir jetzt einfach nochmal überspringen, weil die hatten wir ja quasi schon. Deswegen. Gehen Sie zu den anderen. So. Viel Glück. Captain Khoury bringt mir nicht mehr viele Rekruten. Er muss viel von ihrem Kampfgeschick halten. Oh, ich war lange in der Außenwelt. Sie kennen sich mit den Freaks aus? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich schätze, so gut wie jeder andere, Sir. Gut, gut. Hier rein. Der Doc soll sie sich mal anschauen. Starker Puls. Gute Frequenz. Ziemlich üble Brandwunde. Was ist passiert? Ein Unfall mit einem Holzofen. Holzofen, hm? Wer hat das behandelt? Ich selbst. Neuester Mal. Gar nicht schlecht. Danke. Gut versorgen, sonst verlierst du den Arm. Klar, amigo? Ja, verstanden. Ich will das in ein paar Tagen nochmal sehen. Okay. Und Dank? Er ist diensttauglich. Lo hará bien. Machst du draußen Besorgungen? Hm. Tut mir leid, Doc. Ja, tiene novia. Er ist vergeben. War klar. Die Hexe von Wizard Island. Vaya con Dios. Viel Glück, amigo. Gehen wir so. Normalerweise dulde ich keinen Ungehorsam, eine Offizierin Hexe zu nennen. Doch es gibt Ausnahmen für meine exzentrischeren Offiziere. Ja, Sir. So. Ich mache Ausnahmen, weil jeder, der noch lebt, eine Rolle zu spielen hat. Glauben Sie an Gott, Sir? Nein. John. Hab nie viel drüber nachgedacht, Sir. Tja, dann wird es höchste Zeit. Er hat einen Plan für uns, uns alle. Und mein Part ist das. Oh mein Gott, das ist so ein Gottkranker. Geil! So. Dieser Ort. Ich hatte eine Vision. Geil. Nicht so großartig wie die im Alten Testament. Keine brennenden Dornbüsche. Ich wachte einfach eines Morgens auf, bevor Gottes Plage über die Welt kam. Und wusste, dies ist der Ort. Greater Lake? Wizard Island? Ich nenne es die Arche. Kennen Sie die Geschichte von Noahs Arche? Leider ja. Ja, ich meine, ja, Sir, ich meine, jeder kennt sie da. In der Tat. Sie wären überrascht, wie wenige die Bibel oder die Offenbarung kennen. Sie meinen Genesis, Noahs Arche. Ich meine, das ist doch Genesis, Sir. Ja, natürlich. Tja, wahrscheinlich eher, weil es keiner wissen will. Gut, mein Sohn. Und jetzt zur Ausstattung. Tja, wir haben nicht viele Uniformen, muss ich leider sagen, aber ich glaube... Oh, hier. Probieren Sie die. Passt ganz gut. Die nehme ich. Oh, lieber nicht, das ist ein Geschenk von einem alten Freund. Ein alter Freund. Davon gibt es nicht mehr viele, nicht wahr? Nein, gibt es nicht. Okay, Soldat. Aber tragen Sie die bitte nicht. Sie gehören jetzt zu uns. Und eigentlich dienen neue Rekruten zunächst als Privates. Doch da Captain Khoury Ihre Kampferfahrung bestätigt hat, erhalten Sie direkt den Rang eines Corporals. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Danke, Sir. So, wow. Und jetzt an die Arbeit. Ist die Mütze einfach kaputt? Die Mütze ist einfach kaputt. Was ist denn das für eine Scheiße? Also gut. Wo war ich? Guck mal an. Die ist einfach kaputt. Sie sprachen über ihre Arche, Sir. Ist ja ekelhaft. Die Arche. Das hier ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Hinter uns liegt ein ganzes Netzwerk von Höhlen und Schächten, die bis zum Gipfel führen. Wenn wir hier fertig sind, muss man sich eigentlich Gedanken machen, dass die ganzen Leute eine rote Armbinde tragen?
doch unsere Errungenschaften in Medizin. Nee, Leute, ich mach nur Spaß. Auch das jetzt mit der Kinderklatsche, das ist... Nein, ja, könnte man Satire nennen? Ich glaube, ja. Aber die Insel ist mehr als die Arche, Corporal. Sie ist unser Fort, eine Festung. Hier am Nordtor lagert genug Munition. Deacon muss seine Cabby umdrehen, das heißt, ich mach das auch. Nein, mach ich nicht. Das ist leicht unangenehm. Wir können selbst Munition geben. Ach, so. Jede Art, jedes Kaliber. Weil die Frage ist halt, ist die Mütze von Jack? Sind sie hier richtig? Und, wie Sie sehen, können wir hier dank der alten Nationalgarde eine eigene LKW-Flotte aufbauen. Wenn die Highways von den Horden befreit sind, bauen wir die Straßen und Brücken wieder auf. Ihre Strategie der Brandrodung stoppt Krabbler und Schwärmer, räumt aber nicht den Highway. Sie wird die Horden nicht stoppen, Sir. Wissen wir, Corporal, die Horden sind wirklich sehr speziell, nicht wahr? Aber wir haben einen Plan. Ein Plan, Sir? Ben Franklin sagte, indem du Fehler in der Vorbereitung machst, bereitest du dich auf den Fehler vor. Wir machen keine Fehler. Das sehe ich zu bezweifeln an. Das Herz der Armee schlägt hier, am Tor, bereit auf meinen Befehl zuzuschlagen. In diesen Zelten leben hunderte Menschen. Jeden Tag kommen mehr, wie sie. Und sie schwören, ihr Leben für den Kampf zu geben. Doch mit ihnen habe ich andere Pläne. Eine Aufgabe, die mehr erfordert als pures Überleben oder eine Waffe zu bedienen. Sind sie bereit dafür, Sohn? Ja, Sir. Was immer Sie wollen. Sie möchten wissen, wie wir die Horde besiegen? Ich zeig's Ihnen. Vor allem, was ich mich immer noch frage, ist halt gerade, das kommt ja so ein bisschen aus Amerika, dieses Son. Ich frage mich halt, warum Präsidenten, Generäle oder ältere Leute im Allgemeinen viele jüngere einfach Son nennen. Warum? Whoa! Shit! Alles okay, Lieutenant? Oh, hey, Colonel, tut mir echt leid. Zu viel Aceton in der Mischung. Lieutenant Weaver ist unser Chemieingenieur. Er sucht neue Wege, Sachen hochzujagen. Den Feind zu besiegen. Sorry, aber ja. Ich heiße Weaver, James. St. John, Deacon. Ah. Dieses Milizzeug ist doch nur Show. Stimmt's, Colonel? Corporal St. John ist neu in Currys Einheit. Wenn Sie irgendwas von draußen brauchen... Ist er Ihr Mann? Oh, ja, klar. Hier, das brauche ich alles. Woran arbeiten Sie? Oh, an einem neuen Geliermittel aus Naphthen und Palmitinsäure. Ah, Sie entwickeln Napalm? Ja. Ja. Der Kerl kennt sich aus. Ah, war nur geraten. Aber... Verzeihen Sie die Störung. Oh, jederzeit. Oh, Colonel. Ich bin dicht dran, Colonel. Ganz dicht. Das ist gut. Ah. Das ist wirklich gut. Wenn Weaver ein Chemieexperte ist, dann wundert es mich gerade so ein bisschen festzustellen, dass der anscheinend seit 2 Jahren, wenn der seit Anfang hier sein sollte, an Napalm rumtüftet. Und bis jetzt noch nichts hat, was Napalm ähnlich kommt. Und der Punkt ist... Man kann eine Napalm-ähnliche Substanz selber machen. Und das sogar vergleichsweise einfach. Man braucht bloß ein flüssiges Brennmaterial, wie jetzt Kerosin oder Benzin. Und einen Verdicker. Ein guter und einfacher oder eben schnell zu besorgender Verdicker wäre Styropor. Ende. Jetzt, Colonel? Hexe von Wizard Island? Das wäre alles, Lieutenant.
Nochmals, entschuldigen Sie meine exzentrischeren Offiziere. Schon gut, Sir. Noch ein letzter Halt. So sehr ich auch an Lieutenant Weavers Arbeit glaube, was Sie gleich sehen werden, könnte unser Weg zum Sieg sein. Hier. Also, was ist das? Ma'am, ich habe alles vom Anforderungsschein. Und du glaubst, das hier ist weit. Freudiges Wiedersehen. Nein, Ma'am. Okay, dann lies vor. Wirkstoffe Chlor, Chlor oder Form und Terp. Hau ab. Hau ab! Matt, ich schaff das nicht, wenn ich mich um alles selbst kümmern muss. Ich hab eine Lösung. Lieutenant Whittaker, das ist Corporal St. John. Ein neues Mitglied von Currys Einheit. Er kennt sich da draußen ziemlich gut aus. Vorlesen. Was? Vorlesen. Ich meine, du... Ist das gerade jetzt der ihr Ernst? Ich meine, Deacon hat's aktiv verheimlicht, dass er mit Sarah verheiratet ist. Aber sie müsste ihn eigentlich anfallen. Kannst lesen, oder? Wirkstoffe, Chloroform, Aterpineol, Benzylalkohol, Ethylacetat. Das reicht mir, wann kann er anfangen? Ich lasse sie allein. Weitermachen, Lieutenant. Lass uns allein. Sarah. Stillgestanden. Sarah, nicht. What the... Alter, seht ihr der Rauger? Die hat er sich gerade erstmal einen richtigen Johnny gegönnt, Alter? So eine richtig schöne Tüte weggeknallt? Läuft. Nein. Du bist tot. Du bist tot. Ich weiß, dass du tot bist. Hey. Du bist tot. Schon okay. Ich bin jetzt hier. Halt! Warte mal, ich verstehe nicht, ich hab ich dich dachte, gesucht. Du bist tot und ich. Nein, wir wurden überrascht. Usa und ich. Wir mussten nach Süden. Ja, Nero. Alle nein, ich fand tot. O'Brien und ich fand einen Weg. Und überrannt, sie sagten, keiner über hätte überlebt. Und ich dachte, dass ich sehe dich nie Hey, hör zu, jetzt können wir von hier weg. Wir fahren los und lassen alles hinter uns. Komm. Nein, nein, Deacon! Ich kann nicht. Zwingen Sie dich, hier zu bleiben? Nein, du verstehst das nicht. Wir führen Krieg. Siehst du das nicht? Und wir können ihn gewinnen. Ich bin nicht für einen Krieg hier. Ich kann nützlich sein. Ich kann was bewirken, aber... Ich kann hier nicht weg, ich muss hier bleiben. Verstehst du nicht? Du kannst bei mir bleiben, mir helfen. Pass auf danach. Was immer du willst, wir fahren, wohin du willst. Der Colonel sucht sie. Wie Sie wünschen, Herr. Halt, einen Moment. Dein Anforderungsschein. Danke, Soldat. Okay, das muss ich jetzt für Deacon richtig scheiße anfühlen.
Also so richtig. Ein Gesundheitscocktail, jawohl. Oh! Hallöchen. Geil. Corporal Sam. So. Haben wir hier was Neues. So. Ja, beim Sprint nachladen, ultra gut. St. John und Lieutenant Weaver. Komm, St. John und Hauptquartier. Hier spricht Weaver. Was kann ich für Sie tun, Corporal? Auf dem Anforderungsschein steht Quecksilber. Wissen Sie, wo ich das finde? Ja, klar. Ich hätte es wohl aufschreiben können. Man braucht erstmal Zinnober. Curry's geh Einheit weiter, Kumpel, geh weiter! Ich von Diamond Lake entdeckt. Fahr dahin. Funk mich an, wenn du da bist. Ja, Sir. Hey, und mal unter uns. Wenn der Colonel nicht da ist, lässt du den Ja-Sir-Nein-Sir-Scheiß, okay? Sonst fühle ich mich so alt. Der Neue? Ich bin Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Ja, gerade angekommen. Corporal. So, einfach mal weiter vorhin. Also das muss ich gerade richtig beschissen für den Anfühlen, für Deacon. Aber na gut, ein leichtes Verständnis kann man natürlich mitbringen. Aber ist das jetzt echt so, dass das jetzt zu der... Oh, das sind zwei verschiedene Camps. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Im Resort alle ein bisschen weitermachen und dann... Aber die Lackierung mit dem, die wir gerade bekommen, die sah nicht schlecht aus, zumindest so auf dem Ding. Das könnten wir uns mal gleich mal angucken. Das wird ein Körnel, ihr müsst niederschießen. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Hör rein. Geil, der alte Sack gönnt sich Tee. Tee. Kräuter, ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir, danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe... Beim kann es sein, dass sowas immer unterschwellige Botschaften sind, weil... Hier, der Tee ist gut für Ihre Verdauung, Sir. Mir wurde erzählt, Sie leiden häufig an Verstopfen. So geil. Ein Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. So. So, hier sind wir durch. Naja gut, es war ja so gesagt, dass jetzt erstmal der nördliche Teil nicht mehr begehbar ist. Ja, wir können nicht mal wirklich nach oben zoomen. Also der Teil ist jetzt wirklich erstmal gesperrt. So, schnell reisen. Ah. Wunderschön.
Dann fahren wir bloß mal kurz hier rein, weil ich will noch mal kurz gucken. Set John! Corporal Set John! Sperr mal die Ohren auf! Hey, hast du... funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht, Mann. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Leider. Deacon Set John! Hey, ich meine, tja, nicht. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du eingeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, hey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Also den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen, ich muss los. St. John, Ende. Die sieht echt gut aus. Ja. Die sieht richtig gut aus. So. Und dann... da geht's weiter. Oh, Corporal St. John. Na, wie läuft's? Moment, ich öffne das Tor. Jawohl, geht doch. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, läuft's mal. Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja. Tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangt Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Und noch mehr Worte. Bitte nochmal. Gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand das von Erz-Testkits. So eines wirst du brauchen. Ein Erz-Testkit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Testkit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Testkit finden? Vielleicht in einer der Hütten. Hier drin ist nichts. So, wie kommen wir jetzt bloß da rein? Das ist der Punkt. Wie? Oh, okay. Man kann sich einfach an der Seite durchzwängen. Okay. Oh ja, da war nochmal Munition. Munition. Na, also. Und nochmal Munition. Geil! Ja. Gib mir die Munition. So, der Punkt ist, wir... das Kerosin nehme ich noch mit. Nein! Also, der tut automatisch dann die Animation durchführen. Ja, das... sowas finde ich eigentlich immer ein bisschen blöd, dass man sowas dann nicht mehr abbrechen kann. Das hat, The Forest ganz nett gemacht. Man geht nur so weit, wie man auch die W-Taste gedrückt hält. So. Ich würde mal sagen, los geht's. Okay, wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Ja, rein genug. Ja.
Weil, wieso sehe ich mich gerade schon wieder mit einem neuen Freaker-Typen? Bitte nicht. Oh Leute, ich sehe mich gerade gar nicht bei der Mission hier. Oh shit. Oh, das ist nicht gut. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht. Komm schon. Ja. Ja, das war der letzte. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Weil der Punkt ist einfach, eine Tatsache bei mir ist jetzt, ich kann zwar Horrorfilme jetzt gucken, absolut kein Problem, aber selber Horrorspiele kriege ich halt einen Anfall, weil ich halt selber in dieser Situation bin. Ich brauche noch mehr Erz. Und das ist absolut nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, da fühle ich mich absolut nicht wohl. Ja, sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erz sammeln und dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Geil. Ich bin gleich auf Schusswaffen angewiesen. Sehr schön. Ne, ja nicht. Mehr Zinnober. Sehr gut. Hier haben wir noch was. Komm schon. Kann ich hier in diesem Kack-Kaff bitte nochmal ein bisschen Schrott finden? Das wird mir gerade ein bisschen Sicherheit geben. Schon fast genug. Alter, warum sehe ich gleich schon wieder hinter mir den... Erz. Zeig mir, wie rein du bist. Yes, das geht. Warum sehe ich gleich schon wieder den neuen Freak-Up-Typen? Zwei Proben. Alter, wenn ihr gerade meinen Puls hättet, ich kann gerade jeden Pulsschlag hier in meiner Hand spüren. Also rechts wie links, das ist gerade scheißegal. Nur noch eine. Testen wir das.
Okay, gut. Nicht euer Ernst. Wieso ist der Rückweg zu? Wieso ist der Rückweg zu? Fick dich, Spiel. Fick dich! Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Gut, finden wir es raus. Was ist da oben? Noch ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Okay, da der Baseballschläger jetzt aktuell... Wir haben keinen Schrott. Geil. Lieutenant ja. Weaver, hier ist St. John. Ich habe den Zinnober, den Sie wollen. St. John, gut, gut. Ich bin fast so weit. Oh, Moment! Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Ja, ich hab noch eine Flasche Wodka im Chat. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken! Leck mich! St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich hab noch mehr Aufträge für dich. Viva Ende! Oh, bin ich froh, dass ich weg bin. Alter, ohne Spaß, warum habe ich gerade wieder schon irgendeinen so kleinen Mini-Boss in diesen Scheißhöhlen gesehen? Oh Gott. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Da bist du ja. Hey, ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Läuft's mal. Taylor, ich hab grad zu tun, also... Halt die Fresse, heißt das übersetzt. Ja, tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht, nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Er fährt ständig ins Camp und wieder raus. Was er vorhat. Verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Taylor, was zum Teufel treibst du da? Sein Leben riskieren. Lass es. Soll er machen, da bist du eine ultimative Nervensäge los. St. John, Captain Curry und Deacon, St. John, bitte kommen Sie zum Diamond Lake. Ja, Captain, ich höre, verstanden. Jawohl. Corporal, also, man. Magst du mal bitte nachfragen? Dankeschön. Okay. Ich kenne dich von früher. Naja, nicht persönlich, weißt du, aber ich komme aus Fairwell. So wie du. Ich und meine Freunde haben euch Typen in der Stadt beobachtet. Die Mongrels, meine ich. Auf den Maschinen. Corporal. Corporal, was brauchst du? Sarge, wie geht's? Oh, danke. Lieutenant. Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein. Ich meine den Armeescheiß. Oh. Okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung. So ein Scheiß ja, halt. Kapiert. Hey, Mann. Sag mal, wie lief's denn?
Mit der Hexe von Wizard Island. Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. So, und damit würde ich sagen, was das erste Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hauen Sie rein. Tschüss.